Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul von Douglas und von Beauty Bay für dich und werde auch die Produkte direkt in meinem Gesicht testen, genau. Und es gibt eine kleine Verlosung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt extra zu Anfang des Videos etwas nach hinten gerückt, damit du siehst, dass ich nicht nackt hier sitze. Weil wenn ich etwas näher zur Kamera komme, sehe ich aus, als wäre ich nackt. Ich bin nicht nackt. Das schon mal vorab. Ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Oberteil. Das habe ich ja von Chiquelle bekommen. Das ist halt wirklich sehr sommerlich, frühlinghaft, ne? Also so finde ich es ziemlich cool und ich mag es und ich fühle mich so ein bisschen back to the 80s, ne? So Goldschmuck dann dabei. Also Gold, das ist ja nicht echt Gold, ne? Aber goldfarbener Schmuck. Dann dieses schulterfreie Oberteil, was halt auch so ein bisschen fluffy ist. Also ich finde es total großartig. Also, so. Ich habe eingekauft. Ja, bei Douglas hatten die ein paar Sachen im Angebot, die ich dann einfach haben wollte, wo ich auch schon länger drum zugeschlichen bin. Bei manchen muss ich sagen, Verpackungsopfer schreit laut Hallo. Und jo, manche waren einfach günstig. Und ähnlich war es auch bei Beauty Bay. Die hatten teilweise echt 50, 60, 70%. Und jo, ein bisschen was habe ich dann hier. Und ich habe hier zuallererst den Primer von Avant. Das ist dieser hier, dieser 105 Euro teure Primer, der in der Glossy Box drin war. Und den möchte ich doch erstmal zuallererst mit euch zusammen direkt vor der Kamera testen. Wie du siehst, er ist noch komplett verschlossen. Das heißt, es wird echt spannend. Ja, ob er kann, was er verspricht, nämlich für 105 Euro, sollte er ja versprechen, die Welt zu verändern, oder? Weiß ich nicht. Also er ist wirklich so gelartig, aber flüssig. Ich habe mir jetzt hier so einen Tropfen aufgegeben, den ich jetzt mit meinen Fingern im Gesicht verteile. Riecht sehr frisch und fühlt sich sehr wässrig an. Pro Collagen stand da ja irgendwas mit drauf. Also im Prinzip soll er ja auch so optisch ein bisschen das Gesicht glätten. Also was er auf jeden Fall jetzt gemacht hat, ist Feuchtigkeit zu spenden. Das ist das, was ich auf den ersten Blick sehe. Hautbild jetzt nicht irgendwie verfeinert oder geebnet oder sonst irgendwas. Er hat einfach nur Feuchtigkeit gespendet. Das für 105 Euro ist mal eine Ansage. Also da ist jetzt auch kein Schein, kein Schimmer, kein nichts drin. Es ist einfach nur Feuchtigkeit spendend. Da muss man sich wirklich überlegen, ob es das einem wert wäre, sage ich mal. Ich bin ganz froh, dass wir solche Produkte in den Beautyboxen drin haben, um sie austesten zu können. Aber ich hätte mir im Leben nicht gekauft. Da gibt es auch genauso gute, bestimmt in der Drogerie, aber ich weiß es nicht. Ich werde natürlich jetzt noch ein paar Mal öfters testen. Ne? Ja, aber so sieht er gut aus, ne? Ist jetzt auch schon eingezogen, die Haut fühlt sich weich an. Wenn ich jetzt auch so ein bisschen derber drüber gehe, es krümmelt nichts, also es ist keine Würstchenbildung. Also da auf jeden Fall einen Daumen nach oben, zum Preis aber einen fetten Daumen nach unten. Okay, das Produkt, was ich mir zuallererst bei Douglas gekauft habe, die Estee Lauder Double Wear. Das hatte ich auch auf Instagram geteilt, dass die so extrem runtergesetzt war, irgendwie auf 28 Euro irgendwas. Und ich bin da immer wieder drum zugeschlichen und nun habe ich zugeschlagen, weil sie echt krass reduziert war. Ich habe sie in der Farbe 1N1 Ivory Nude und ich bin wirklich gespannt. Wirklich. Ja, von der Farbe her, ne? Könnte das was werden? Ich glaube, das ist die hellste Farbe, so ziemlich, was es gibt. Und ja, Lichtschutzfaktor 10 hat die mit dabei. Also der Flakon, das Fläschchen ist wundervoll. Ne? Das ist Glas, so richtig dickes Milchglas. Total hübsch, die soll großartig sein. Da schwärmen alle von. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwas machen soll, weil die ja eigentlich, gesagt, teuer ist. Langhaftendes Make-up. Ja, gut. Dann werden wir das mal ausprobieren. Muss man sich da einen Pumper für kaufen? Das finde ich jetzt sehr interessant, weil aufgerät ist es so. Da ist jetzt auch nichts mit Pumper drin. Das passt eigentlich ganz gut, weil ich habe mir eigentlich für meine Love Foundation einen Pumper geholt. Also die, das Even Elixier. Habe ich hier von NARS. Das ist der günstigste, den ich kriegen konnte tatsächlich. Aber das könnte ich jetzt für den tatsächlich auch nehmen. Weil das ist ja blöd. Das wusste ich gar nicht. Dann zeige ich dir jetzt auch schon mal direkt dieses Produkt. Ich hoffe, dass es passt, weil eigentlich sind solche Sachen ja schon individuell, flexibel einsetzbar. Ja, es passt nicht. Das ist ärgerlich, ne? Es passt nicht. Schade. Ja, gut, dann wird es anders laufen. Na gut. Ich dachte, das wäre flexibel einsetzbar. Scheinbar nicht. Okay, ja, dann nehme ich mir zuallererst die Foundation und schüttel sie einmal so durch. Tja, wie kriege ich denn da jetzt Produkt raus?
natürlich viel zu viel. Natürlich, das wird viel zu viel sein. Ein bisschen was zurück. Oh Gott, was eine Sauerei hier doch. Okay. Das wird interessant, okay. Die ist flüssig, aber jetzt nicht ultraflüssig, sondern eher so dickflüssig, wenn man das auch so sieht. Von der Farbe her ist sie dunkler, als ich sie mir vorgestellt hätte. Und jetzt nehme ich hier so einen Bufferpinsel, ich weiß gar nicht, von Luvia habe ich den. Und werde jetzt erstmal in meinem Gesicht verteilen. Oh, die Farbe geht klar. Die geht sogar sehr gut klar. Das ist ja Farbmatch ultimativ. Krass. Habe ich gut gemacht. Ja, ja, ja. Online-Farben aussuchen finde ich nämlich immer furchtbar. Jetzt kann ich auch gar nicht sagen, wie viel ich jetzt nehme, weil ich jetzt hier natürlich keine Pumphübe habe. Vielleicht hast du eine Idee, was ich da machen kann, aber es gibt garantiert auch von Estee Lauder dann so Pumper. Werde ich mir halt einen Pumper von Estee Lauder kaufen. Ne? Aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass bei so einer eigentlich recht teuren Foundation dann kein Pumper mit dabei ist. Crazy. So, und dann blende ich mir das mit einem angefeuchteten Schwämmchen einfach ins Gesicht ein und nehme dann halt auch den Rest hier vom Handrücken. Boah, gefällt mir das gut von der Farbe her. Ich hatte, glaube ich, schon lange keine Foundation mehr in meinem Gesicht, die so, so, so gut gepasst hat. Das ist echt heftig. Das ist krass. Ich feiere das gerade. Weil wenn man das jetzt so sieht, dann wird man nicht denken, dass ich eine Foundation trage. Das ist alles jetzt einfach nur angeebnet, perfektioniert und es passt einfach. Und ich finde die Foundation wirklich, wirklich toll. Die ist echt schön. Die gefällt mir. Wenn ich die so sehe, das ist so schnell verblendet und es ist schnell mit dem Gesicht verbunden. Sie hat jetzt keine intensive Deckkraft oder so, ne? Es ist auch eine sehr leichte Foundation. Die mag ich richtig gerne, aber man sieht auf jeden Fall hier Pickelchen, die durchkommen, man sieht Muttermale, die durchkommen, man sieht meinen Referenzroten Punkt, den ich da immer habe, der durchkommt. Sie fühlt sich jetzt auch nicht klebrig an, sie fühlt sich auch sehr angenehm an. Cool, also mir gefällt sie richtig gut. Wenn die jetzt noch einen richtigen Pumper gehabt hätte, würde ich das feiern wie sonst was. Aber ne, ich finde sie richtig, richtig toll und ich kann sie voll empfehlen gerade. Jedenfalls vom ersten Eindruck her. Man muss jetzt auch gucken, wie sie sich jetzt natürlich im Langzeittest auch machen wird. Aber von der First Impression richtig cool und genau das, was andere so gesagt haben und empfohlen haben. Ich mag's. Das nächste Produkt, womit ich schon lange geliebäugelt habe und was jetzt dann in meinem Einkaufskorb gelandet ist, wo ich aber jetzt tatsächlich ein bisschen Angst vor habe, ist von Benefit der Boeing Concealer. Warum habe ich da Angst vor? Weil ich ihn in der Farbe Medium geholt habe, weil die Farbe Light war leider ausverkauft und ich wollte auf jeden Fall das Mini-Format haben, weil es halt einfach günstiger war. Und ich habe das immer gerne, dass ich erst die Sachen teste in so Mini-Größen, bevor ich sie mir in groß kaufe, gerade bei teuren Produkten, wenn es möglich ist. So schaut der aus und das soll wirklich ein Anti-Caking-Concealer sein. Ich denke, es könnte sein, dass der funktioniert, könnte aber auch sein, dass der ein bisschen zu dunkel sein wird, aber wir gucken mal. Der riecht noch nicht viel, hat hier auch so ein Füßchen und das sieht so dunkel aus. Ich mache jetzt vorsichtig einfach erstmal nur so zwei Punkte, ne? Dann wird der Concealer halt heute sehr dezent aufgetragen werden. Der Moment, wenn der Concealer einfach dunkler ist als die Foundation, naja, aber ich denke, im Sommer wird das eine ganz gute Geschichte werden, weil ich dann ja auch sowieso minimal brauner bin als jetzt, aber er sieht ganz gut aus, ne? Also ich habe jetzt ein gutes Gefühl gehabt, den aufzutragen, ich habe den auch jetzt leicht und schnell verblenden können. Wir gucken einfach mal im Laufe der Zeit, ob er jetzt in die Fältchen kriecht oder eben nicht, weil das ist ja das, was er verspricht, dass er es überhaupt nicht tut. Und das gucken wir mal. Um meine untere Augenpartie zu setzen, verwende ich ein Produkt, was ich schon bei mir im Bestand habe. Das ist mein Lieblingspuder von Manakadar. Da habe ich Millionen Backups von, weil ich es einfach voll schön finde. Und das nehme ich mir gerne mit der noch etwas feuchten Spitze von meinem Schwämmchen auf und sette damit den Concealer unter meinen Augen. Um mein komplettes Gesicht jetzt abzupudern, habe ich ein neues Produkt mir geholt, weil ich es einfach von der Verpackung her so irre geil fand. Das ist dieses hier. Das ist ein Body Powder Vanilla Rose Spray. Und ich habe mir gedacht, da steht zwar Body Powder drauf, aber man kann es auch garantiert auch fürs Gesicht verwenden. Als es angekommen ist, habe ich gesehen, alles klar, es hat einen Schimmer mit drin. Deswegen versuchen wir das jetzt erstmal vorsichtig auf dem Arm, hier so. Und dann eskalieren wir ein bisschen weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Art Highlighter ist, wirklich nicht. Das sah anders aus online. Ich meine jetzt mal ohne Witz, ne? Ist das nicht wunderschön? Ich finde, das ist so richtig klassisch, oldschool. Ich liebe auch solche Parfümflakons. Ich finde das so, so hübsch. Und dann hast du hier diesen... Ich weiß jetzt nur nicht, wie mache ich dich auf?
Achso, erstmal das Ding hier entfernen. Genau, die Kappe. Dann dieses Silikonvieh hier vorne entfernen. Und dann soll man das so... Oh Gott, das schimmert aber volle Suppe. Nee, Leute, das mache ich mir eher auf den Körper. Geil. Oh nein, ist das schön. Da glitzerst du wie eine Vieh. Und das hat einen Duft mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich das jetzt so... Wie das hier einfach alles glitzert, ne? Alles, was hier gerade im Raum rumfliegt, glitzert nur so vor sich hin. Das könnte ich mir natürlich voll gut vorstellen, dass man sich das so auf die Schulterpartie macht zum Beispiel. Für Partys, ne? Man kann es auch überdosieren. Aber ich finde es gerade voll scharf. Ja, ich bin ja eigentlich kein Fan von Körperglitzer oder sowas, aber so finde ich es eigentlich irgendwie ganz witzig. Das ist ja auch, ne? Es hat was. Es hat wirklich was. Naja, aber ich kann es leider nicht als Fixierpuder nehmen fürs Gesicht, weil dadurch würde ich jetzt wahrscheinlich sehr glitzern. Das will ich jetzt nicht, ne? Das ist Feenstaub par excellence gerade hier. Glitzer und Glimmer. Okay, ja. Und das duftet halt noch, ne? Also sowas halt ist eher dekorativ zum Hinstellen, ne? Dass du es irgendwie im Schminkschränkchen stehen hast und dann oder in der Vitrine und dann sieht man das und das ist so schön und naja, Spielerei. Okay, dann werde ich jetzt mein Gesicht einmal mit dem Manakada abpudern. Wobei, wenn ich jetzt so mit dem Pinsel übers Gesicht fahre, merke ich einfach, wie wenig diese Foundation gesettet werden müsste, weil er nirgendwo hängen bleibt oder so, ne? Das ist sehr, sehr interessant. Dass du da überhaupt eigentlich gar nicht das Bedürfnis verspürst, abzupudern. Aber ich mach's einfach. Also das gefällt mir echt sehr, sehr gut vom Ergebnis. Die Foundation, der Concealer, der Concealer erscheint jetzt auch gar nicht mehr so gelbstichig, wie er jetzt auf den ersten Blick für mich erschienen ist. Also von daher, finde ich cool. Jetzt werde ich mein Gesicht auch bronzen. Einen neuen Bronzer habe ich nicht. Den nehme ich hier von Love und Hatice Schmidt den Bronzer. Bronze die Wand an. Das habe ich jetzt auch nur sehr, sehr zart gemacht, einfach nur, weil ich einfach gerade diesen sehr androgynen Look mag, der in meinem Gesicht ist, nämlich sehr hell und sehr natürlich, deswegen nicht übertrieben mit dem Bronzer, aber ich werde wahrscheinlich gleich übertreiben mit dem Blush. Wir gucken mal. Apropos Blush, du kannst in diesem Video eine, ja, Blush-Palette gewinnen, das ist diese hier von Dougli, wer kennt's nicht, Pretty Cheeks Highlighter and Blush Palette. Das sind diese sechs wundervollen Töne. Also die kannst du wirklich individuell einsetzen, fand ich total super. Die kannst du natürlich auch als Lidschattenpalette verwenden. Hier hast du zwei matte Blushes, hier hast du einen richtigen Highlighter. Das hier ist so ein Bronzer-Topper, würde ich mal so sagen. Und das hier sind zwei, ja, also das ist eher tatsächlich auch eher ein Blush-Topper, den würde ich nicht als Highlighter verwenden. Und der Pale Pink, muss man schauen, wie mutig man ist, genau. Ja, den kann man dann auch als Highlighter entsprechend verwenden und Heartbreak natürlich, ne? Schöner Highlighter, schöner Spiegel mit dabei. Das wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir unten in die Infobox reinschreibst, was dein Lieblingsblush ist. So, ich habe mir zwei Blushes gekauft. Einmal, weil reduziert bei Douglas von Pretty Vulgar, dieser hier. Den fand ich einfach super interessant. Die Name Shameless Flirt hat mich natürlich voll inspiriert, einfach mal ihn zu holen. Von Pretty Vulgar hatte ich mal einen Lippenstift gratis mit dazu bekommen und finde die Verpackung einfach auch so herrlich. Meine Güte, es ist alles heute so in diesem Design, ne? Also das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das passt irgendwie gerade alles. Also der ist schon sehr dunkel, ne? Wenn man das auch so sieht. Make them blush. Diese Verpackung. Er ist sehr, sehr dunkel. Ich bin auch gespannt, ob die Pigmentierung dann wirklich genauso auch ist, aber das ist so ein schöner Rosenholzton, das gefällt mir einfach unfassbar gut. Hat so einen sehr edlen Glanz mit drin. Also ich würde es gar nicht als Schimmer bezeichnen, sondern wirklich als Glanz. Finde ich echt hübsch. Und dann wurde mir empfohlen, die Opulence Palette von Zoeva. Die habe ich tatsächlich bei Beauty Bay gekauft, genau. Die enthält diese drei wunderschönen Töne und das Duna Touch kannst du tatsächlich auch als Highlighter verwenden. Dann ein Impossible to Move. Das ist ein ganz matter, dunkel Peach-Ton, würde ich mal so sagen dazu. Und dann der Underneath the Gold ist auch ein dunkelroter Ton, der auch einen leichten Schimmer mit drin hat. Und da hatte mir die liebe Zuschauerin auch geschrieben, dass sie die auch sehr, sehr gerne immer quasi mischt miteinander.
Ah, das sind auch schöne Töne. Richtig schöne Töne. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich werde mir jetzt auf dieser Seite ganz vorsichtig den von Pretty Vulgar aufgeben. Dazu nehme ich hier von Zu Eva einen Blushpinsel, dippe ganz, ganz vorsichtig rein. Weil wenn ich Blush das erste Mal verwende, ja, es war auch gut so, dass ich vorsichtig reingegangen bin. Oh mein Gott. Ich bin jetzt wirklich nur ganz vorsichtig, nur mit der Spitze reingegangen. Direkt ultra pigmentiert auf der Haut. Und jetzt habe ich so einen leichten, natürlichen Errötungsröter hier im Bereich. Und finde das so schön. Er hat einen ganz leichten, zarten Schimmer mit drin. Wow. Finde ich schön. Das gefällt mir. Da fühlt man sich auch wirklich edel mit, ne? Nicht nur, weil du aus einer so wundervollen Verpackung den Blush mit rausnimmst, sondern weil er dir auch wirklich, in der Kamera wirkt es wahrscheinlich bei weitem nicht so rötlich, wie ich das hier im Spiegel sehe, so ein zartes Rot bekommst du dahin, ohne dass du direkt so overblushed bist oder so. Mir gefällt es unfassbar gut. Man kann ihn garantiert auch ein bisschen aufbauen. Ich dippe jetzt noch zweimal enorm vorsichtig rein. Und der lässt sich auch so wundervoll ausblenden. Also mit dem Produkt brauchst du quasi auch keinen Highlighter, ne? Finde ich mega schön. Kann ich voll empfehlen, weil der war auch 50% reduziert. Ich glaube, normalerweise kostet der 22. Und jetzt für 11, wow, richtig klasse. Also krass, das gefällt mir. Alternativ setze ich mir jetzt mal auf die andere Seite den Underneath the Gold hier von Zu Eva. Und dann nehme ich tatsächlich den auch solo, tippe auch vorsichtig rein. Bin jetzt nur zweimal reingedippt. Setze sie mir hier hin. Auch der super schön und stark pigmentiert. Der macht auch eine schöne Röte. Lässt sich tatsächlich nicht so einfach ausblenden wie der von Pretty Vulgar, weil er doch etwas stärker pigmentiert ist und sich mehr an die Base von mir krallt. Er hat auch deutlich weniger Schimmerpartikel mit drin. Also der ist nicht so glänzend wie der von Pretty Vulgar. Und ist eher, dass er dann wirklich hier sich nicht so hat ausblenden lassen. Ich gehe aber noch mal vorsichtig rein, baue ihn ein bisschen auf. Ja, der ist doch etwas präsenter, würde ich mal so sagen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was von dem Impossible to Move, von diesem Peach-Ton, um da halt die Kanten etwas auszusoften. Ja, wenn man den ein bisschen ausblendet, dann ist es auf jeden Fall natürlicher. Also da weiß ich auf jeden Fall, was die Zuschauerin meinte, dass man halt quasi die beiden miteinander mixen sollte. Und den kann man dann zum Top nehmen oder eben als Highlighter. Aber einen Highlighter habe ich mir noch separat geholt. Ich war übrigens eben kurz was essen. Es gab Spaghetti Bolognese, nom nom. Und da habe ich meinen Freund gefragt, welcher Blush gefällt dir denn wohl besser? Und er sagte, naja, sehen beide relativ gleich aus. Aber er sagte, die Haut würde trockenfaltig aussehen. Charmant, aber ehrlich. Es ist einfach so, dass tatsächlich meine Base sich auch jetzt, wo ich sie etwas länger schon trage, sehr trocken anfühlt. Also ich denke, dass ich hier unter der Double Wear Foundation einen deutlich feuchtigkeitsspendenderen Primer brauchen würde. Ja, und der hat halt jetzt nicht so den Bombeneffekt, den der Preis ja vermuten hätte lassen können, ne? Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber er hat vollkommen recht, muss ich gestehen. Ja, wir werden jetzt tatsächlich noch einen Highlighter auftragen. Da habe ich ja eben von gesprochen. Genau, also ne, den Pretty Vulgar finde ich schöner als die Zu Eva Palette. Aber beide finde ich wirklich toll und werde ich jetzt auch gerne in Zukunft öfters tragen. Das sind tolle Produkte. Und zwar habe ich mir auch von Beauty Bay den Ofra Mini Highlighter geholt. Und das ist dieser hier. Das ist die Farbe Blissful. Also auch ein sehr gehyptes Produkt und ich bin einfach gespannt, wie er sich so macht. Also das ist eine sehr schlichte, aber edle Verpackung. Dieses Weiß, was du hier drauf hast, finde ich immer sehr hübsch. Und ja, der ist hier. Und die Ofra Highlighter sollen ja richtig geil sein. Also ich werde ihn jetzt einmal swatchen. Wow, der fühlt sich, wow, sehr zart an. Und der sieht Hammer aus. Ja. Ich mag ihn. Ja, gut. Mal gucken, wie er auf dem Gesicht aussieht. Dann nehme ich jetzt hier einen Highlighter-Pinsel und trage mir den auf. Du hast hier sogar einen Minispiegel mit dabei, wofür man die Folie wahrscheinlich entfernen müsste. Ui, ja. Oh ja. Oh ja. Der ist schon schön, ne? Der ist nicht zu extrem. Ich denke, wenn ich jetzt den noch weiter aufbauen würde, würde der auch ziemlich knallen. Aber ich möchte das heute irgendwie gar nicht. Da ist mir nicht so nach.
Und ja, ich finde ihn aber wirklich hübsch. Ich finde, dass er ja sehr glitzerig ist. Also das muss man mögen, ne? Diese Schimmerpigmente, die da auch mit drin sind, das wirst du gleich von Namen ja auch ein bisschen besser sehen können, wenn ich dich näher ranhole für die Augen. Aber so gefällt er mir auf jeden Fall richtig gut. Also das ist hübsch. Und diese Mini reichen meiner Meinung nach auch vollkommen aus. Da brauchst du jetzt ja nicht diese Full-Size-Größe, weil wie lange brauchst du, um Highlighter aufzubrauchen? Du benutzt ja immer nur so wenig Produkt davon. So, jetzt mache ich mir natürlich auch noch ein bisschen Nose-Highlight. Es ist schon schön, ne? Ich mag das so, so gerne. Boah, ich mag Highlighter. Ich mag das, wenn meine Haut einfach glowy aussieht und alles irgendwie so frisch und. Also richtig, richtig toll. Empfehlenswert. Ja. Okay, Augenbrauen werde ich mir jetzt auch eben kurz machen. Dann nehme ich wie immer meinen Dr. Pierricot Augenbrauenstift in der Farbe Hellbraun. Der löst sich auch schon mittlerweile fast in Wohlgefallen aus. Ey. Raus. So, als Bulli hinten dran. Ich habe mir übrigens noch ein paar weitere Produkte auch dort gekauft bei Douglas. Zum einen gab es ja hier eine Parfümprobe dazu. Das ist von Dior, das Joy. Das wird demnächst mal getestet. Und dann von Kneipp, Goodbye Stress, eine Wirkdusche mit Wasserminze und Rosmarin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das wird heute Abend mal verwendet. Dann habe ich hier noch eine Klatsch mir geholt. Oh, die war reduziert und ich finde die so hübsch. Meine Herren, finde ich die hübsch. Also, ne? Ist das nicht schön? Okay, ja, ist hier einfach mit so einem Knopf zum Verschließen und sie hat auch relativ mal Platz drin, dass du halt auch ein bisschen was reinkriegst. Ansonsten finde ich bei einer Klatsch immer, dass du so wenig Platz drin hast, die kannst du einfach nicht mitnehmen. Und dann hast du hier als Träger so eine schöne goldene Kette und Leute, das passt doch gerade einfach voll zum Outfit, oder? Dann könntest du tragen. Es wäre ziemlich passend zueinander, oder? Ich finde es voll scharf. Ich finde die wundervoll. Also die kannst du ja zu einem edlen Anlass, irgendwie zu einer Hochzeit oder so auch mal anziehen. Oder keine Ahnung. So wenn ich so jetzt im Sommer zum Beispiel oder im Frühling rausgehen würde, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich dann die Tasche anziehe dazu. Ich kriege dabei weiterhin nicht alles rein, was ich rein brauche, aber ach, es ist herrlich. Ich finde es voll schick. Dann habe ich mir auch noch diese Augencreme gegönnt. Normalerweise ist ja meine Lieblingsaugencreme die Clinique All About Eyes und das hier ist die Variante Rich. Und die war jetzt halt auch so extrem reduziert, dass ich gesagt habe, komm, nimmst du mal mit zum Testen. Vielleicht mag ich die ja sogar noch lieber, aber ne, also kann man wohl mal machen. Die ist jetzt halt mit einer matten Umverpackung. Ansonsten hast du das hier ja bei der All About Eyes in dem normalen, glänzenden Design. So, wollte ich mal testen. Dann habe ich auch noch ein bisschen Deko mitgenommen. Igor. Igor ist ein kleiner Engel und den fand ich niedlich. Und irgendwie bei dieser Douglas Collection Geschichte hast du quasi das günstigste Produkt gratis bekommen und es war dann der kleine Igor. Der hat irgendwie nur noch 1,99 € gekostet statt 3,99 €. Das fand ich ganz süß, aber dann halt sogar für Umme. Und dann habe ich hier noch ein Engelchen drin, wobei dieser Engel ist ein bisschen größer. Auch ein Igor. Ich stehe auf Engeln. Und dieser Igor ist ein bisschen größer und ich glaube, der hat 3,99 € statt 6,99 € gekostet oder so. Ich finde ihn voll süß. Der nackten Popos. Das ist voll süß. Oh Mann. Ja. Kann man auch schön verschenken, ne? Igor. Ja, dann wie gesagt, dieser Pump-Spender von NARS, den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich zwei Kerzen von Douglas mitgenommen. Das ist einmal die Special Moments Autumn Kiss Sandalwood and Rose Kerze. Die kommt so in diesem Verpackungsdesign daher, finde ich wunderschön. Dann ist sie hier drin. Also das ist im Prinzip wirklich nur die Umverpackung. Und dann hast du hier von außen bei dieser Kerze so einen samtähnlichen Bezug drüber. Dann macht man die aus, hat hier dann auf, hat hier tatsächlich auch noch so eine Gummidichtung mit drin, weil da halt echt ein schöner Duft rauskommt. Das ist richtig schön rose. Das ist ein richtiger Cloudy-Style. Finde ich voll hübsch. Auch die war reduziert. Genauso wie dieses Schätzchen. Dieses Schätzchen hat ein bisschen Glitzer mit drum. Das ist die Special Moments Spellbind mit Cedarwood and Ginger. Mit Zedernholz und Ingwer. Das ist halt diese Christmas Edition, hat eine goldene Schleife oben drauf. Oh, jetzt habe ich hier alles voll mit Glitzer. Das hat super funktioniert, denn die hat hier ein Glitzerspray außenrum zu und es glitzert hier alles runter. Das ist etwas unpraktisch. Etwas. Ich kriege gerade einen Hals. Genau. Und so schaut sie von innen aus und die duftet wundervoll. Hätte ich eigentlich auch zum Verschenken gedacht. Ah, aber die glitzert echt hier so ziemlich
vor sich hin. Das ist, finde ich, doof. Okay, ich habe drei Lidschattenpaletten gekauft. Einmal habe ich von Beauty Bay von Violet Voss die Le Macaron in der Fun Size gekauft. Die war halt ordentlich reduziert, ne? Und Violet Voss mag ich sehr, sehr gerne von der Lidschattenqualität her. Da habe ich auch eine Palette schon in meiner Sammlung drin. Jetzt habe ich sie aus ihrer Verpackung befreit, so schaut sie aus. Und hier haben wir 10 Glitzertöne tatsächlich drin. Ist das nicht großartig? Boah, ich finde die so schön. Das wäre jetzt tatsächlich die obere Reihe. Und so schauen die Swatches aus. Also wunderschön. So ein bisschen, oh, meine Herren, bisschen changierend. Also dieser pinke Ton hat hier tatsächlich auch noch so einen leichten Goldschiff mit drin. Wunderschön. Den Ton hier finde ich auch ganz interessant, weil das ist ein Braun, der auch so ein bisschen ins Goldene noch mit reingeht. Den feiere ich. Das hier wären die Fingerswatches von der unteren Reihe. Auch mega krass. Den hier finde ich geil. Den hellblauen. Die haben auch ihre ganz, ganz eigene Farbrichtung, finde ich. Also sowas besitze ich auch noch nicht in meiner Sammlung. Vor allem diesen blau schimmernden Ton, den finde ich wundervoll. Und es sind halt alles Schimmertöne, ne? Also da hast du wirklich ausschließlich Schimmertöne, aber finde ich nicht schlimm. Ich trage sowas auch gerne, sehr, sehr gerne solo und dann halt einfach, also vielleicht einen hellen Schimmer in die Mitte, einen dunklen Schimmer nach außen und dann einfach mit einem Bronzer ausblenden und du bist direkt, also sieht wundervoll aus. Es ist einfach, es ist schnell und sieht toll aus. Dann habe ich mir im Douglas Ausverkauf 2 Paletten mitgenommen. Einmal die Party Favor von Urban Decay. Mit der habe ich tatsächlich schon länger geliebäugelt. Also das sind auch so 6 Farben, die du einfach schnell und schön auftragen kannst und dann halt ready for party quasi bist. Das Packaging finde ich billiger, als ich erwartet habe. Den Spiegel finde ich wunderbar. So schauen die Töne aus. Das sind, wie gesagt, 6 Töne. Die haben auch alle Namen, sind alle schimmernd. Alle mehr so Silvester-Style, würde ich mal so sagen. Das hier sind die 3 Töne aus der ersten Reihe. Bashen mich jetzt nicht so sehr weg, wie ich das erwartet hätte. Wobei du auch die sehr, sehr gut tragen kannst in einem simplen Look. Und halt wieder kombiniert mit diesen hier. Also finde ich sehr gut von der... Stilliert, sagt man das so? Das finde ich hübsch von der Konstellation. Aber sie sind halt nicht nur Schimmer, sondern auch richtig Glitzer. Das darf man nicht vergessen. Aber das schreit ja auch diese Palette. Ne? Die hat ja hier diese Punkte, die du quasi um diese Fähnchen drum zusiehst. Das ist ja in der Palette drin. Das ist das Design. Und das sind ja so Sparkles. Und ja, ne? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen für einen schnellen 3-Farben-Look zum Beispiel. Und um die hier bin ich schon etwas länger drum zugeschlichen. Auch wieder aus der Après-Ski Glow Edition. Da habe ich mir ja tatsächlich schon eine ganze Palette von geholt, als sie halt auch reduziert war. Und nun war auch die Lidschattenpalette richtig krass reduziert oder die Augenpalette vielmehr. Aufregend bei dieser Palette ist tatsächlich, dass sie nicht eckig ist, sondern sie ist rund. Das ist in der Aufbewahrung immer so ein bisschen tricky, aber ich finde sie einfach per se total schön. Die hatte halt auch eine metallische Verpackung und hier hast du eigentlich die ganzen Highlighter, die Becca in dem Sortiment hat, nur halt in Lidschattenfännchenform. Ich habe ja schon öfters auch erzählt, dass ich sehr, sehr gerne Highlighter als Lidschatten verwende und hier wurde das dann genau so dargestellt, wie ich das sehr gerne mache. Ja, ne? Oder du benutzt sie halt als Highlighter-Palette. Auch das kannst du machen. Ich finde es auf jeden Fall total aufregend und so, 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 so geil. Jetzt habe ich echt die Qual der Wahl, welche dieser Paletten ich für mein Augen-Make-up verwende. Ich glaube, die spannendste Palette ist tatsächlich die Violet Voss Palette, oder? Da kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt vorstellen, wie man daraus einen wundervollen Augenlook zaubert. Die anderen sind ja relativ simpel. Deswegen werde ich die jetzt verwenden, weil ich bin einfach scharf auf diesen blauen Ton. Der passt jetzt auch gerade so minimal. Jetzt kannst du die Base auch mal aus der Nähe betrachten. Also der Concealer hat natürlich versprochen, was er hält. Natürlich vor allem, ne? Hat versprochen, was er hält. Er hat nicht gecreased. Aber da habe ich das, was mein Freund sagte, ne? Ich habe hier diese Trockenheitsfältchen tatsächlich. Naja, mal gucken, ob nachher das Fixing Spray das noch retten kann. Aber wir widmen uns jetzt erstmal meinen Augen. Setten werden wir das mit dem Puder, was ich eben hier hatte. Das ist ja das gepresste Puder von Manakadar, weil ich habe hier natürlich keinen Ton zum Setten drin. Und ich würde sagen, wir machen direkt das, worauf ich so richtig Bock habe. Und zwar nehme ich mir wirklich diesen blauen Ton hier unten und setze mir den auf mein komplettes bewegliches Lid. Ich versuche das jetzt erstmal mit einem synthetischen, nicht angefeuchteten Pinsel. Da kommt auf jeden Fall Farbe auf den Pinsel, jetzt nicht ultra. Und dann kommt das so drauf.
lang nicht so schön wie der Swatch, deswegen versuche ich das jetzt mal mit dem Finger. Und da kommt jetzt gerade so richtig Farbe raus. Geil! Ja, also definitiv eine Palette, die du mit den Fingern aufzutragen hast, weil das geht ja echt schön. Dieses Lila, was sich direkt daneben befindet, setze ich mir dann nach außen ein bisschen. Einfach um noch so ein bisschen das Ganze zu verdunkeln. Präventiv setze ich mir den Bronzer schon mal hier in die Lidfalte rein. Und dann habe ich ja schon ein bisschen Bronzerprodukt hier auch so dazwischen aufgetragen. Dann nehme ich mir mit einem Pinsel jetzt etwas von dem Blau und vermische das. Immer wieder aufbauen, weiter miteinander vermischen. Es geht ein bisschen einfacher, wenn du kein Schlupflid hast, aber bei mir ist es so, dass ich ja ein Schlupflid habe, das dann nicht ganz so ultra einfach ist. Ich arbeite auch bewusst nicht mit einer Cut Crease, weil Cut Creases ist immer so, ja, gerade wenn man das erste Mal verwendet, um sie auszutesten, ne, dann sieht man das Produkt halt nicht so an sich und ich möchte ja nur das Produkt sehen. Das Produkt soll alleine gut funktionieren und nicht mit 5 Millionen Hilfsmitteln. Leider habe ich hier ganz schön viel Fallout. Das heißt, diese Palette, das hätte mir auch vorher einfallen können, benutzt man am besten, bevor man eine Base macht. So, und hier in der Lidfalte wird das Ganze auch schön miteinander verbunden. Klar, blau und braun ineinander verschwinden zu lassen, ist natürlich etwas hart, aber es geht. Jetzt gehe ich auch wieder in dieses dunkle Lila so ein bisschen mit rein, damit ich das wieder außen hinsetzen kann. Dann gehe ich nochmal mit dem Bronzer oben drüber. Und ich finde es richtig cool. Jetzt fehlt mir noch so ein bisschen was Helleres. Das mache ich mir jetzt auch in den Augeninnenwinkel. Und dafür verwende ich dieses Gold. Das passt jetzt einfach gerade auch zum Look. Das mache ich direkt mit dem kleinen Finger. Und bei mir ist der Inner Corner Highlight ganz gerne auch, dass ich das nicht nur hier im inneren Augenwinkel mache, sondern ich ziehe es mir auch ein bisschen mit rein, damit es irgendwie so, keine Ahnung, der Übergang ist dann irgendwie sanfter. Mit dem Pinsel vermische ich das hier auch so ein bisschen, ziehe das auch so ein bisschen höher, weil ich kann mit dem Pinsel halt definitiv präziser arbeiten als mit dem Finger. Der Finger macht dann quasi die Vorarbeit und der Pinsel dann die Nacharbeit. Das finde ich voll geil. Ich feiere das. Das gefällt mir und jetzt muss ich noch den unteren Wimpernkranz machen. Also die Palette ist halt wirklich nichts für den Alltag, sondern eher so für besondere Momente. Sei denn, du machst dir halt irgendwie eine von den, machst du die beiden einfach nur drauf. Ne? Das kannst du ja auch machen. Ja, aber so ist es halt spezieller. So, ich gebe mir jetzt einfach den Bronzer unten an den unteren Wimpernkranz, weil oben ist ja schon genug los. Da brauche ich jetzt auch noch am unteren Wimpernkranz nicht noch zu sehr eskalieren. Übrigens, der Concealer creased zwar nicht, aber er betont die Fältchen extrem. Meine Herren. Was der mir für Fältchen macht, ey. So gefällt mir das eigentlich wohl ganz gut. Ich finde schon, dass zu diesem Look ein Eyeliner passt, aber ich jetzt nicht unbedingt einen brauche, weil ich finde, dass ich so jetzt schon genug Dimension in meinen Augen habe, auf meinen Augen habe und jetzt eigentlich eine Mascara echt reicht. Und das mache ich auch. Meine Hände sehen übrigens aus wie Sau. Als Mascara verwende ich die ich hier habe. Das ist die Damn Girl Mascara von Too Faced. Eine wundervolle Mascara. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe die in der Mini-Größe mir geholt. Die hat ein krasses Bürstchen. Das ist mal ein Oschi. Riecht nach Farbe, tatsächlich. Und zusammen mit dem Blissful Highlighter als Augenbrauen-Highlight ist das mal ein sehr, sehr dramatischer Augenlook geworden, den man so auf diese Art und Weise recht selten auf meinem Kanal sieht, weil ich mich nicht traue. Jo, jetzt fehlt eigentlich nur noch Fixing Spray. Ich fühle mich echt trocken und ich hoffe, dass dieses Spray so ein bisschen Feuchtigkeit wieder bringt. Das ist von How Cosmetics, das Indigo Child Setting Skin Perfector Spray. Das ist dieses hier. Es macht einen zarten Glow, muss man ein bisschen schütteln, weil da Schimmerpigmente mit drin sind. Oh, dieser Glow, wenn man da so reinguckt, wenn man das gerade frisch geschüttelt hat. Ich finde es total wahnsinnig schön. So. Jetzt müsste man diesen Sturm da drin eigentlich ganz gut sehen, ne? Finde ich wundervoll und trage ich mir jetzt auf.
Meine Haut atmet auf, denn sie hat Feuchtigkeit bekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Look dann doch so bunt wird. Als Mundgedöns brauche ich jetzt ja nichts Kabam-artiges, da reicht eine Lippenpflege. Dann nehme ich hier von L'Oreal das Tinted Lip Oil. Sugar Plum ist die Farbe. Die glaube ich im Adventskalender oder so mal mit drin. Und das ist mein fertiger Look. Das war der Haul. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!